Hallo, ihr Lieben. Ich bin Jan, der Rechtsanwalt und Gründer von dranzei.com. Wir sind Marktführer für Online-Arztbehandlungen mit 700.000 Patienten und 4,9 Sterne-Rating. Aber jetzt möchte ich erstmal jemanden viel Wichtigeren zu Wort kommen lassen, nämlich Sinan, den ich heute kennengelernt habe und der mir eine sehr große Inspiration ist. Deswegen, Sinan, was möchtest du loswerden? Ich wollte nur mal sagen, war Cannabis hilft nicht nur gegen diese Krankheiten, was der Doktor vorhin gesagt hat. Das hilft auch gegen Tumor, gegen Krebspatienten und auch die Krankheit auch gegen Graustar, auch gegen Grünstar. Weil der auch Graustar war, er behauptet, dass das nicht hilft, und ich habe auch seit Jahren schon mal geschrieben, ich möchte das, dass auch wirklich jeder, egal wer, dass keiner beurteilt wird und nichts passiert. Und danke an Dr. Jan, der so nett zu mir war. Danke, Sinan. Und dafür kämpfen wir auch. Ja. Free Marijuana. Und du hast mich heute beeindruckt, weil du so inspirierend warst für mich, weil du so anders warst. Und du hast mir gesagt, irgendwie, du hattest auch mal Probleme, dass du anders behandelt wurdest und so. Ja, wegen meiner Behinderung. Ja, und ich muss sagen, ich behandle dich auch anders und ich diskriminiere dich, aber im Positiven. Denn für mich bist du etwas ganz Besonderes. Du hast die Eigenschaften, die für mich als disruptiver Startup-Unternehmer wichtig sind, die für die Politiker wichtig sind, die sie haben sollten. Und das sind vor allem dein Mut, dann deine Neugier, deine Lebensfreude, dein Herz und vor allem der Klartext, den du sprichst. Und das ist so wertvoll heutzutage, wo alle nur immer um den heißen Brei reden. Und deswegen möchte ich mich bei dir bedanken, dass du für mich so eine Inspiration bist. Und ich hoffe, du bist für alle anderen auch diese Inspiration. Alle, die das Vergnügen haben, dich kennenzulernen, die auch eben sehen, dass du hier ein Vorbild bist für diese Eigenschaften, die es viel zu wenig gibt in Deutschland. Und deswegen freue ich mich so, dass wir uns heute kennengelernt haben. Ich freue mich, dass ich heute hier bin, dass ihr heute hier seid. Wie gesagt, ich bin Rechtsanwalt, aber eben auch Gründer von dranzei.com. Wir haben mittlerweile 700.000 Patienten, 4,9 Sterne Rating. Da freue ich mich jeden Tag drüber, denn die Patienten sind für uns das Wichtigste. Und jetzt bieten wir auch online Arztrezepte für Cannabis ohne Arztbesuch und für 59 Euro, weil es uns wirklich wichtig ist, dass hier sich das jeder leisten kann. Und wir haben jetzt eine Umfrage gemacht unter unseren Patienten, die ja eigentlich unheilbar krank sind, denn sie müssen ja austherapiert sein. Das heißt also, alle anderen Therapien waren vorher erfolglos. Und jetzt ratet mal, wie viel Prozent unserer unheilbaren Patienten hatten durch Cannabis eine erfolgreiche Therapie. Nur mal so eine Zahl. 70 ist schon mal sehr gut, es sind 91%. Also ist Cannabis nicht nur als Genussmittel gesünder als Alkohol, sondern auch als Arznei ist Cannabis für diese verzweifelten Patienten fast immer die einzige Hilfe. Und trotzdem sitzt Cannabis noch immer seit Jahrzehnten unschuldig im Knast. Und auch Patienten erhalten eine Erstattung nur im Ausnahmefall. Und das sind meistens Schmerzpatienten. Ist das nicht Quälerei? Aber wir kämpfen jetzt für die Freiheit von Cannabis. Freiheit, Freiheit. Das ist alles, was zählt. Freiheit,
Freiheit is such a lonely word, but you will never walk alone. Wir setzen die Versprechungen der Regierung um, die sie nicht hält, weil sie zu dumm ist, weil sie zu faul ist oder weil sie sich wieder von der Pharmalobby oder der Alkohollobby bequatschen lässt. Aber wir sind das Volk. Wir sind die Volkslobby. Die Regierung hat versprochen, dass Cannabis legalisiert werden soll. Aber seit einem Jahr ist kaum was passiert. Also wollt ihr nochmal 10 Jahre warten, wie beim Berliner Pannenflughafen, für eine scheibchenweise Legalisierung? Oder wollt ihr die volle Legalisierung jetzt? Dann macht mit bei der Cannabis-Revolution in 4 Akten. Akt 1 ist der erste legale Online-Shop für Cannabis als Arznei. Akt 2 ist der erste legale Cannabis-Social-Club. Und beide dienen auch als Pilotprojekt für die volle Legalisierung von Cannabis. Und wenn die Regierung diesen Erfolg nicht wahrhaben will, kommen wir zu Akt 3. Und das ist unsere E-Mail-Massenpetition, mit der wir im letzten Jahr schon das Bundesgesundheitsministerium lahmgelegt haben. Die Tagesschau hat berichtet, alles ganz legal. Und wenn das nicht klappt, dann werde ich persönlich im Vorgarten des Bundeskanzleramts 100 Kilo Cannabis-Samen zerstreuen. Um zu zeigen, dass die Prohibition hier von dem Staat gar nicht durchgesetzt werden kann und der Staat nur mit Angst regiert. Ich habe keine Angst. Habt ihr Angst? Dann macht mit. Und die 2 Services, die funktionieren so im kurzen Überblick. Also, der Online-Shop ist so, dass ihr bei dranzeit.com eure Cannabisblüten aussucht, dann euer Rezept hochladet und nachdem ihr gezahlt habt, bekommt ihr die Cannabisblüten per Post zugeschickt von der Versandapotheke, die ihr ausgewählt habt. Wenn ihr noch kein Rezept habt, könnt ihr das bei uns auch gleichzeitig bestellen und müsst dann eben einen smarten Fragebogen ausfüllen, der dann später als Grundlage dient für den Arzt, der mit euch einen Videochat führt. Und das Besondere an diesem Fragebogen ist, dass er einen Algorithmus hat, der die aktuellen Studienergebnisse zur Suchtprävention berücksichtigt. Das heißt also, ihr könnt den Fragebogen ausfüllen und am Ende wisst ihr genau, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihr ein Suchtrisiko habt für Alkohol, für Cannabis etc. Das ist einzigartig, das gibt es nirgendwo auf der Welt. Und deswegen bin ich sicher, dass wir nicht nur für Cannabis als Arznei, aber eben auch für Cannabis als Genussmittel die perfekte Lösung haben und letztlich alle Erwartungen des Gesetzgebers übertreffen mit diesem praktischen, aber auch kontrollierten Vertrieb von Cannabis. Andere reden nur, wir machen. Wir machen die Revolution. Und der 2. revolutionäre Service ist der 1. Cannabis Social Club. Deswegen sind wir heute hier. Und da kann jeder Patient auf unserer Webseite sehen, wo gibt es den nächsten virtuellen oder realen Cannabis-Club. Und das sind ganz normale Gastronomien wie hier, die Cannabis-Clubhäuser werden. Das heißt also, sie erlauben ausdrücklich den Konsum von Cannabis als Arznei. Und das ist rechtmäßig. Das habe ich geprüft. Und hier starten wir heute mit dem 1. Cannabis-Clubhaus im Jahr. Und das ist für mich ein ganz besonderer Moment, deswegen freue ich mich auch so, dass ihr hier seid. Wir schreiben heute wirklich Geschichte. Und damit läuten wir auch die Kulturrevolution ein, um Cannabis endlich zu entstigmatisieren und buchstäblich salonfähig zu machen. Dafür freue ich mich, dass ihr hier seid. Viel Spaß, genießt den Abend. Alles Liebe, euer Can.